Moin moin Leute, hier ist Janis Lee und willkommen zu einem Schneckentutorial. Naja, was ist Tutorial? Einfach will ich euch zeigen, wie ihr das mit den ganzen Schnecken ja startet. Also auf jeden Fall, ihr scrollt erstmal so über eure Inseln und dann guckt ihr, auf welcher Insel gerade eine Schnecke ist. Bei mir war das gerade Whiskey Peak. Und dann tippt ihr einfach auf die Schnecke. Und use it to tweet, also ihr müsst ganz einfach einen Tweet raussenden. Dann macht ihr einfach Tweet. Klickt ihr drauf. Und dann bringt euch das zum. Zum Bestätigen, falls ihr euch eingeloggt habt, sonst müsst ihr euch einloggen. Dann drückt ihr einfach auf Anmelden. Dann wird ihr einfach zu der Anleitung, also zu der Dingens zurückgeleitet und dann kriegt ihr so ein Rad und jetzt haben wir 2000 Beli bekommen, was definitiv das Schlechteste ist, 20.000 Beli, was definitiv das Schlechteste ist, ein Tipp, den ich euch noch geben kann, ist aber, benutzt nie eine Schnecke, wenn ihr volle Stamina habt. Ich habe es jetzt nur eben gemacht, um es zu zeigen, denn eine Möglichkeit auf diesem Rad ist ein Stamina voll machen und das wollt ihr definitiv nicht bekommen, wenn ihr volles Stamina habt. Und ich will gerade noch mal gucken, ob hier irgendwo noch was anderes ist. Mal gucken, ob die hier noch irgendwo anders sind, die Schnecken. Hier nicht. Auf der neuen Insel, nope. Und dann gucken wir noch mal eben bei Flusher Village und von da aus gehen wir noch mal bis zu den relativ neuen. Also normalerweise kommen Schnecken immer, wenn ihr eine Stage gemacht habt. Ah, hier ist noch eine, okay. Und jetzt müsst ihr einfach gar nichts mehr machen. Jetzt könnt ihr einfach Tweet drücken und das passiert automatisch zu eurem Facebook Account. Und meiner ist facebook.com/Janis Lee. Und hier haben wir eine blaue Dynamo-Turtle, also eine blaue Teenager-Turtle bekommen. Nicht schlecht, also definitiv, ihr könnt hier, glaube ich, sogar Elder-Turtles bekommen. Also definitiv nicht schlecht. Falls ihr sowas seht, gucken, ob wir hier noch irgendwo eine finden. Ich weiß gar nicht, wo wir die letzte hatten. Mal gucken. Auf jeden Fall sollte das nicht zu lange gehen, das Video. Ich glaube, Whiskey Peak hatten wir unsere. Jetzt kommen wir nochmal auf eine extra Insel, weil ich glaube, da kann auch eine sich verstecken. One Time Only Special Quest. Okay, die gucke ich mir gleich mal eben an. Auf jeden Fall, hier, die ist denn da, wo jetzt diese Knochengerippe da liegen, oben auf dem Berg. Ihr seht hier, Lord Lucci ist da und ich muss definitiv ein bisschen den Penguin Beach machen für Mihawk. Aber das war's dann erstmal. Wie gesagt, ihr könnt bis zu 5 Schnecken pro Tag bekommen. Und die kommen, also neue Schnecken kommen immer, wenn ihr eine Stage, also wenn ihr Stamina verbraucht, kommt eine neue Schnecke irgendwo. Also immer durchgucken, ob da irgendwo eine Schnecke ist. Und ja, ich bin Janis Lee und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich sehe euch nachher im Stream um 17 Uhr. Bis dann, Leute, und ciao! Bis dann. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.